Hallo Leute und herzlich willkommen zurück beim Säuferring. Ich habe wieder meinen Zauberstab in der Hand und werde damit kräftig rumwedeln, während wir auf dem Weg zum Steinbruch sind. Habt ihr das gehört? Da hat einer gelacht. Über meine Witze wird nicht gelacht, die sind nicht lustig. Ja, könnte sein, dass hier links auf dem Weg jetzt eines dieser optionalen Areale ist, von denen ich erzählt habe. Und boah, Leute, das ist räudigst warm. Ist das eine Bullenhitze, könnte man sagen. Richtig ungemütlich schon. Aber ich habe Erfrischung zur Hand. Ich werde wahrscheinlich zwischendurch mal den einen oder anderen Schluck nehmen müssen. Seid ihr schon mal vorgewarnt? Ich habe auch noch Kuchen da, wer möchte. Ist sogar kalt gestellt, ja. Hat hier nicht wer gelacht? Wieso lacht hier keiner mehr? Na, der lässt sich auch ganz schön hängen, da. Ich glaube, das ist der Gag, den ich inzwischen in meinen Let's Plays häufiger gebracht habe als jeden anderen. Aber was soll's? Ist halt immer wieder passig. Und wie geht's, wie steht's, kann man ja schlecht sagen in so einem Fall. Eieiei. Ja, ich nehme wieder auf kurz vor knapp auf. Beziehungsweise für heute habe ich noch Folgen. Nehme es quasi für morgen auf. Mein Problem ist nur, ich muss auch noch Dreadout, Deadly Premonition und Jurassic Park aufnehmen. Ich habe gar keine Ahnung, wo ich das alles machen soll. Ja, ich habe das schon mal erwähnt. Meine Arbeitsstelle hat kurzfristig meinen Dienst geändert und... Maul! Junge, ich erkläre hier gerade was. Da kannst du nicht wahr... Da kannst du doch nicht einfach hier... Oh, das sind drei! Das ist... Oh, eindeutig die falsche Waffe. Huch. Ja, zielen muss ich noch ein bisschen üben. Das ist mir klar. Und jetzt habe ich total den Faden verloren. Achso, ja, hat kurzfristig meinen Dienst geändert und vor allem hat mich auch einfach in eine andere Einrichtung geschickt. Das heißt, statt 7-8 Minuten Anfahrt bin ich jetzt über eine Stunde unterwegs. Das reißt natürlich ganz schön in meine Zeit, vor allem weil die Dienste da auch länger sind als in meiner regulären Einrichtung. Und das hat so ein bisschen meine Planung für die Let's Plays durcheinander gewurstelt. Ich werde versuchen, das trotzdem zu schaffen, dass ich halt, dass es keine Pausen, keine Aussetzer gibt in den Let's Plays, die laufen. Aber ich kann es nicht garantieren. Also es kann durchaus passieren, dass höchstwahrscheinlich Dreadout oder Jurassic Park könnte theoretisch einen Tag aussetzen. Das könnte durchaus passieren. Aber ich versuche halt, das zu vermeiden. Wollte gestern Abend habe ich auch eine Stunde Batman, wollte ich aufnehmen. Hab ich gedacht, nimmst eine Stunde auf, hast du drei Folgen, läuft. Drei Stunden später habe ich gedacht, wolltest du nicht eigentlich auch noch was anderes aufnehmen? So, wir nähern uns dem Steinbruch. Man hat hier eben schon den Kran gesehen. Ich schmelze, es ist so warm. Es ist so unglaublich warm. Und dabei habe ich schon hier, oh nein. Nein, doch, gleich mal rausspringen da. Ich hing fest. Dabei habe ich hier schon alle Gardinen zu und möglichst keine Sonne rein. Und also ich war eben draußen auf dem Balkon. Nikotinbedingt. Und boah, war das eine räudige Hitze. Ich bin dann ganz schnell wieder rein. Furchtbar ist das im Moment, furchtbar. Ich meine, ich mag den Sommer. Ist mir lieber, als wenn es wirklich so eisig kalt ist. Aber so warm muss es dann auch nicht sein. Das tut nicht Not. So, mal gucken, was hier in den Kisten ist. Meine Vermutung? Nichts. Ja komm, mach kaputt da. Und die Leuchtbomben, Mann. Wir tun jetzt so, als wäre das nicht passiert, okay? Das ist jetzt eine Vereinbarung von uns. Damit meine ich vor allem dich. Und Alerik natürlich. Spreche ich das eigentlich richtig aus, Alerik? Sei an dieser Stelle mal gegrüßt. So, da unten gräbt schon wieder einer.
Das ist, ich glaube, das habe ich in einer der letzten Folgen schon mal erzählt, das ist Vorbereitung auf den nächsten Gegnertyp, den wir treffen werden. Der wird uns aber in einer Zwischensequenz offiziell vorgestellt werden. Vielleicht könnt ihr euch schon vorstellen, für welche Todesart der steht. Und wir können hier kurz gucken, weil ich muss nochmal einen Schluck trinken. Das geht nicht anders. Es ist so, boah. So, schon besser. Und weil ich ja so ein professioneller Let's Player bin, kommt das natürlich mit in die Folge. Hab. Na, oh, ihr schon wieder. So, da ist der schon mal weg. So, wie viele von euch wollen denn jetzt mit mir spielen hier? Hey, verstecken gilt nicht. Daneben. Ha, 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 ha. Ihr kriegt mich nicht. Ich bin Batman. Wow, mit Doppel-T und E. Mensch, wo kommt denn ihr schon wieder alle her hier? Tut das wirklich Not? Muss man immer gleich so, wow, so übertreiben? Ich bin ganz ehrlich, mich graust es auch so ein bisschen vor dem letzten Level. Weil das ist ein ganz brutaler Spießrutenlauf. Es gibt bei The Suffering gibt es so gewisse Cheatcodes, dass man Lebensenergie auffrischen kann und ähnliches. Und wenn ich mich recht erinnere, ich habe diesen abschließenden Spießrutenlauf noch nie geschafft, ohne dass ich irgendwann diesen Code eingeben musste. Also der ist wirklich böse. Aber ich war auch noch nie sonderlich gut im Zielen in diesem Spiel. Na, wir werden ja mal sehen, wie es im Let's Play läuft. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich für ein Let's Play irgendwelche Passagenspiele komme ich wesentlich besser durch. Als wenn ich das regulär einfach so für mich spiele. Ich weiß nicht, wieso das so ist. Vielleicht bin ich einfach konzentrierter. Da, ich höre doch schon wieder einen Slayer. Wo ist denn der? Zeige dich, offenbare dich. So habe doch keine Furcht. Hier komme ich her, oder? Kurz gucken, wenn hier jetzt der Zaun ist. Da ist der Zaun. Ja, hier komme ich her, definitiv. Wieso bin ich hier wieder hochgeklettert? Hast du auch nicht aufgepasst, ne? Toll. Wozu habe ich dich eigentlich? Nein, alles gut. Spaß beiseite, ich bin ja froh, dass irgendwer meine Videos guckt. Ich weiß zwar nicht wieso, aber hier wollte ich hoch, siehst du? Bin doch nicht doof. Mir war doch so, dass hier eine Leiter gibt. Oh, und in die Tunnel rein. Oh nein. Oh nein. Dann geht's ja jetzt gleich rund. Wir müssen auch gleich ein Update für Consuelas Tagebuch kriegen. Ja, da ist es auch schon. So, das trifft sich gut. Dann kann ich das ja aufschlagen und dann nochmal heimlich was trinken, ohne euch davon zu erzählen, damit ihr das nicht merkt. Und ich weiter hier meine Professionalität bewahren kann. So, bitteschön. Der Steinbruch. Gleichzeitig mit der Inbetriebnahme des Gefängnisses begannen auch die Arbeiten in dem Steinbruch von Carnate. Die Gefangenen mussten 12 Stunden am Tag dort arbeiten und die Steine losschlagen, die dann für weitere Bauten im Gefängnis verwendet wurden. Die Arbeitsbedingungen waren alles andere als ideal. Jeder Häftling, der sich beschwerte, wurde extrem hart diszipliniert. Der Steinbruch von Carnate wird seit den 60ern nicht mehr benutzt. Und die Geräte stehen noch immer da, wo man sie hat liegen lassen und verrosten bzw. verrotten. Tja. Da gehen unsere Steuergelder hin, Freunde. Jetzt wissen wir's. Die sind nicht in Griechenland, die sind in Carnate. Brutzel, Brutzel, Britz. Horace? Bist du das? Boah. Na komm, lass uns spielen. Wo habe ich denn schon wieder... 9 Batterien her. So, der spielt nicht mehr. Der ist disqualifiziert. Der darf nicht. Oh
Muss ich hier etwa auch auf Newsman achten? Ja, ich habe mich jetzt dazu entschieden, dass ich wohl die englischen Namen benutzen werde, wenn ich hier kommentiere. Weil ich die einfach noch so ein bisschen stylischer finde als die deutschen. Außerdem, Multikulti ist nie verkehrt. Da komme ich nicht hoch. Ich komme da nicht hoch, die lassen mich nicht. Wenn ich so halb im Hitzedelirium bin, sind meine Folgen dann eigentlich unterhaltsamer? Könnt ihr mir mal berichten? Hier hängen überall Leute, aufgeknüpft. Ja, es gibt ja diese Geschichte, haben wir ja bei dem Archivbeitrag vom Newsman gehabt, dass sie im Steinbruch irgendwelche Leute, waren es Gefangene oder Wärter? Also irgendwelche sechs Leute wurden ja aufgeknüpft und vorher gehäutet. Daraus ist ja dann, hat sich quasi dieser Newsman manifestiert. Und ich glaube, also da steht ja jemand, ne? Und ich glaube, wenn wir uns dem jetzt nähern, dann wird der nächste Gegnertyp offiziell vorgestellt. Also. Sei hallo. Ruhig, die können dich hören. Wer sind die? Erzähl doch mal. Wen meinst du? Ich verstehe dich nicht. Sprich mal lauter. Hallo. Hey, du da. Hier. Siehst du mich? Reagier doch mal. Komm bloß nicht näher. Die hören unsere Schritte. Nein. Das siehst du falsch. Die hören meine Schritte. Verdammt. Pech gehabt. Und tschüss, Mann. Fatality. Flawless Victory. So, komm. Wir wollen spielen jetzt. Zeig dich. Ja, da müssen wir noch ein bisschen in Bewegung bleiben. Wo ist er hin jetzt? Da ist er. So, die sind nämlich nur ganz kurz angreifbar. So. Und in den kurzen Momenten muss man sie erwischen. Die Begrabenen. Im Englischen heißen sie Burrower, also Gräber und nicht Begrabene. Aber ist ja letztendlich egal. Also ich werde sie Burrower... Wenn ich es irgendwann mal aussprechen kann, werde ich sie so nennen. Und wir gucken mal in Clems Notizbuch, was der gute Clem zu diesen freundlichen Gestalten zu sagen hat. Ja, man merkt auch immer, wenn ich hier eine neue Aufnahme starte, weil da müssen wir da immer erst wieder hinblättern. So, da sind sie. Die Begrabenen. Die Begrabenen gehören zu den tödlichsten Kreaturen, die ich bisher erblickt habe. In erster Linie aufgrund ihrer Fähigkeit, aus der Erde hervorzuspringen und ebenso schnell wieder darin zu verschwinden. Sie sind eng verbunden mit der Erde von Carnate, was ohnehin eine Gemeinsamkeit unter diesen Monstern zu sein scheint. Sie sehen aus wie menschliche Körper, die in einem Sack stecken, der von Lederriemen und einigen Stahlketten zusammengehalten wird. Ich glaube, sie stehen für diejenigen, die lebendig begraben wurden. Ja, da glaubst du wahrscheinlich richtig. Boah, Leute, wenn ihr irgendwann mal ein Let's Play aufnehmt, trinkt nebenbei keine kohlensäurehaltigen Getränke unbekannter Herkunft, weil wir wollen ja hier nicht für Schleichwerbung irgendwie beschuldigt werden. Das kann böse enden. Also, diese Getränke zu trinken, während man aufnimmt und kommentieren muss. Das liegt an der Kohlensäure. Ich mache das nicht mit Absicht. So, wir müssen wahrscheinlich da hoch. Habe ich super erkannt, ne? Ich hätte Detektiv werden sollen. Ich wollte gerade sagen, wir sind jetzt aber hier noch nicht raus, oder? Ne, wir haben den Steinbruch an sich haben wir ja noch gar nicht erreicht. Das war ja einfach nur so ein Tunnel. Jetzt sind wir hier... Oh. Tja. Der ist Hals über Kopf davon. So.
Oh, und da hinten brennt es. Nach dem Kichern von vorhin, kann ich einfach mal sagen, also das Kichern gehört auch dazu, ist das jetzt hier dann der erste richtige Hinweis auf einen weiteren Gegnertyp, der allerdings erst viel, viel später im Spiel wirklich relevant wird. Also der wird uns wirklich lange durch so geskriptete Events begleiten, bevor er dann wirklich mal zum Angriff übergeht. Dieser Gegnertyp. Ja, so zeig dich doch. Komm doch mal raus, wir wollen spielen. Ja, spielen. Oh. Und tschüss. Was sagt das eigentlich über uns aus, wenn wir als muskelbepackter Knacki hier kleinen Mädchen im Wald hinterherrennen? Das kann man ja wieder nicht auf YouTube hochladen, da gibt es gleich wieder Gerüchte. Zurückgewonnenes Vergessen. Die Legende des Steinbruchs besagt, dass einige Gefangene bei einem Einsturz eingeschlossen wurden und die Wärter keinen Finger rührten, um sie zu retten. Ich denke, dass sie ihnen damit einen Gefallen getan haben. So, Cinderella, bist du noch da? Oh, du hast sogar deine Schwester mitgebracht. Das freut mich sehr. Ich schwöre, sie hat gesagt, sie ist 18. Uah. Ja, und so sieht das aus, wenn so ein Burrow uns erwischt. Und man dann hier eng bleibt. Das kann nicht wahr sein. Aua. Alter. Kommt mal klar, Jungs. So. Ich komme gar nicht dazu, mich auf die Gräber zu konzentrieren. Weil ich mich hier ständig mit den Slayern rumschlagen muss. Okay, der ging daneben. So, komm her. Ja, wenn die den Kopf verlieren, dann werden die richtig wild. Zwei Stück sind es noch. Das ist gemein, ne? Die kommen immer nur dann raus, wenn ich nicht gucke. Oder ich renne genau rein. Das kommt natürlich auch vor. Na toll. So, einer noch. Zack. Uah! Jungs, das ist unfair. Ich habe mich nicht für ein Handicap-Match gemeldet hier. Jungs, können wir dann mal? Habe ich den erwischt? Ja. Ja, da ist die Schrotflinte so schön. Weil wir die Kerle damit stunnen können. Und dann können wir sie mit einem zweiten Schuss erledigen. Allerdings habe ich da kaum noch Munition für. Ich muss jetzt mal wechseln. Also machen wir wieder Akimbo-Style hier. Und dann geht's volles Brett aufs Maul. So, und da ist der Steinbruch. Das heißt, die Folge richtig natürlich hier hinten ist er nicht. Dafür gibt es hier wieder Xomnium-Flaschen. Boah, ich muss schon wieder... Die Kohlensäure, ich sag's euch. So. Nein, Samara. Wir spielen jetzt nicht The Grudge. Nee, Samara war Ring, ne? Pack den Kamm wieder ein, auf jeden Fall. Ja, zu The Grudge gibt's ja auch ein Videospiel. Das habe ich sogar, da habe ich den ersten Level habe ich davon mal gespielt, probeweise. Es war eigentlich gar nicht schlecht. Ich glaube, das werde ich auch mal let's playen. Ich habe noch so viele Sachen, die ich let's playen will.
Schreibe ich auf jeden Fall mal mit auf meine Liste. Das Spiel ist auch nicht so lang. Das können wir in ein paar Parts, können wir das, glaube ich, abhandeln. Ist für die Wii. Ich habe lange keine Sachen auf der Wii gemacht. Ich muss auch mal, Luigi's Mansion 2 habe ich hier noch rumliegen. Ich habe mir ja extra eine 3DS gekauft mit Videokarte, damit ich davon aufnehmen kann. Ne, da könnten wir Ace Attorney könnten wir spielen oder vielleicht mal Pokémon oder Professor Layton oder halt Luigi's Mansion und solche Geschichten. Habe ich mir extra gekauft, habe ich noch nicht einmal genutzt, das Ding. Also das sollte ich vielleicht auch mal in Angriff nehmen. Vorzugsweise natürlich, wenn ich nicht mehr mit meinem Krüppel-Laptop hier aufnehme, sondern tatsächlich auch wieder eine vernünftige Maschine hier stehen habe. Wer hat die verdammte Idee gehabt, diesen Kacksteinbruch zu durchqueren? Ich habe bisher noch keine bessere Idee von dir gehört. Im Gefängnis wusste ich wenigstens, wo ich war. Hier weiß ich ja nicht mal, wo links oder rechts ist. Egal, wir sind jetzt alle in der Hölle. Highway to Hell. I'm on the highway to Hell. Ja, ich war letztens auf dem Konzert in Hannover. AC/DC war voll genial. Muss man mal erlebt haben, obwohl so viele Chancen, das zu erleben, wird man wahrscheinlich nicht mehr kriegen. Bei einer Band, wo das Durchschnittsalter der Mitglieder 70 ist. Da sind die Waffen. Scheiß auf die Kisten, ich lass die Kisten Kisten sein. Ah, hier ist wieder Wasser, das heißt Mainliner könnten uns hier wieder auflauern. Ich hätte es nicht sagen sollen. Ich hab's ja quasi provoziert. Ich geb's zu, ich bin schuld. Du hast diese grüne Scheiße aber nicht gerade in meine Richtung geworfen, oder? Ich glaube, du spinnst. Und du darfst das auch nicht. Ja, wir müssen strenge Erziehungsmaßnahmen ergreifen hier. Also das geht ja mal gar nicht.